Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Splatoon 2. Wir spielen die Story wieder weiter. Im letzten Part haben wir ja hier das Sniper-Level erfolgreich beenden können. Und jetzt machen wir uns mal wieder auf die Suche nach einem neuen Level. Drei Elektrowälse müssen wir ja noch finden. Aber ich switche mal eben auf einen Doppelglaxer. So. Hallo? Alter, wie viele Schüsse tanken denn die Kisten? Achso, und da ist auch schon ein Level. Okay. Also hier in dieser Welt tue ich mich zum Glück nicht so schwer, Level zu finden. Bisher auf jeden Fall. So, das wäre dann ja schon Level Nummer 4. Zwei fehlen denn nur noch. Aber wir müssen erstmal gucken, was Arti uns hier für eine Waffe gibt. Oder dürfen wir selber entscheiden? Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Oktolinge können einem den ganzen Tag versauen. Und Oktoschützen erst. So, dann geht's also wieder ans fröhliche Sammeln von Mini-Elektrowelsen. Oh, wir müssen wieder Mini-Elektrowelse sammeln. Die Aufgabe ist eigentlich ganz nice. Finde ich echt nicht schlimm, dass man das mal hier in dem Spiel machen muss. Außerdem hat man da immer selber eigentlich eine Waffe, die man selbst aussuchen darf. Da war doch noch jemand, oder? Ah, alles klar, direkt hier schon eine Halluzination gehabt. Gut, aber das ist schon Elektrowelse Nummer 1. Fehlen nur noch 7. Oh, ich bin so ein bisschen die Abkürzung gegangen. Haben wir irgendwas übersehen? Naja, ich habe eh noch nicht oder längst nicht alles eingesammelt hier. In der Story? Oh, da ist halt auch noch jemand. Oh, Leute, das ist Moräntürme, ne? Eieiei, ihr wisst, wie ich zu der Map stehe. Schauen wir mal, Leute, ob der Level jetzt hier keine unnötigen Drecksprobleme macht. Kann ich mir eigentlich eher gesagt nicht vorstellen. Die Elektrowelse sammeln ist eigentlich bisher ganz cool gewesen. Alter. No. Okay. Jetzt bin ich hier einmal über die ganze Map rüber, oder was? Ich weiß nicht, ob das so clever war. Ich gehe ja lieber ein bisschen, ja, chronologischer das ganze Level an. Okay. Wir haben den nächsten Elektrowelt und schauen mal, ob da oben noch einer ist. Irgendwas scheint hier ja noch zu sein. So, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Gut, aber Elektrowelt scheint hier nicht mehr zu sein, oder? Okay. Ach so, hier. Das Teil. Alles klar. Gut. Wo haben wir denn? Da haben wir einen. So, unbeaufsichtig. Okay, nehmen wir den halt so mit. Ach, da ist jemand. Komm, 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 komm. Ja, okay. Dafür, dass es Moräntürme ist, Freunde, muss ich sagen. Ja, bin ich froh, dass wir hier wenigstens Elektrowelse sammeln müssen, weil Elektrowelse sammeln, wie gesagt, mache ich eigentlich ganz gerne. Ist eigentlich eine coole Idee. Und da weiß man noch ungefähr, wann der Level endet. Oh, jetzt haben wir hier die Sniper-Schützen. Ich drehe durch. Na gut. Ganz clever angegangen, das Ganze. Jo, und den nehmen wir auch noch mit. Zack. Gut, und somit fehlen nur noch drei Elektrowälse. Da hinten rechts, da und wo noch? Da hinten, okay. Wir sind auf dem richtigen Wege. Na komm, wir nehmen erst den da hinten mit. Genau den. Hier mitten in der Farbe, aber völlig unbeaufsichtigt. Okay, da waren Gegner, aber man muss ja auch nicht immer alle besiegen. Den nehmen wir noch mit. Zack, und schon fehlt nur noch ein einziger. Hier hat den Eimer. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. So. So. Wo war der jetzt? Da hinten, okay. Und den sollten wir eigentlich hier auch jetzt relativ fix kriegen. Dann haben wir das Level hier schon mal eigentlich easy beendet. Sind hier nicht draufgegangen. So, können wir da vorbei? Nö. Ja, moin. Können wir die kaputt schießen? Ah ja, okay. Das geht sogar. Gut, das war's mit dem Level, Freunde. Das ging ganz fix und eigentlich auch ohne große Schwierigkeiten. Naja, umso schneller kommen wir hier in der Story voran. Oktolingen Hinterhalt an den Moräntürmen. Gut, wir schauen mal weiter.
Ich muss mal eben einen Blick auf die Karte riskieren. Wo finde ich die nochmal? Okay. Da hinten rechts müsste auf jeden Fall noch was sein. Hier chillt die Mone. Da ist noch ein Level. Jo, auch ganz easy hier durch. Zack. Vielleicht gibt uns ja jetzt Arti wieder mal eine Waffe zum Testen. Zuzutrauen wäre es ihm. Oh, das sieht aber nice aus. Nimm bitte das hier, so kannst du nützliche Daten für mich sammeln. Heldenpluviator. Alles klar. Leute, die Waffe kenne ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht. Was ist WTF? Was ist das denn? Was ist das? Was ist das denn? Ich bin völlig geschockt. Ein Regenschirm, den man noch so abschießen kann? Ja, Limone erklärt es auch gerade nochmal. Oh mein Gott, ey. Und dann habe ich die Waffe bisher noch nicht gesehen. Ja, komm, schieß dieses Ding ab. Aber man muss ja sagen, bis das von alleine macht. Und dann sterben die Gegner nicht mal. Was ist das denn für ein Müll? Okay, ich werde jetzt hier das Level so angehen. Indem ich so schieße hier, als ob ich gar keinen Regenschirm hätte. So, hier brauchen wir einen Schlüssel, wie es scheint. Oh nein, 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 nicht diese Gegner. Ich habe die nicht erkannt rechtzeitig. Aber wir haben das überlebt. Das ist ja geil, ja, wieso? So, einen Versuch gebe ich den Regenschirm noch. Komm jetzt. Ah, ich glaube, der soll auch mehr als Schutz dienen, ne? Ja, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay. Kommt man da hoch? Und da oben sehe ich noch was. Leuchtet auch gar nicht so unauffällig. Jo, wüsste ich jetzt aber nicht, wie ich da hinkomme. Also geht's ganz normal weiter. Wir spielen hier ja nicht auf 100%, ne? Ja, schauen wir mal gleich, Limone, ob ich da oben drauf kommen kann. Was? Wo kommt denn der Gegner her? Aus der Box oder was? Läuft bei denen. Ich hab die befreit. Oh, ich bin ja auch noch fast tot. Hä? Wieso geht das nicht hoch? Ach so, die... Alles klar, ich verstehe. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich habe nichts gesagt. So, das Ding geht nämlich hier hoch. Und dann muss ich von hier das abschießen, oder was? Ja. Nein! Aber okay, so funktioniert das Ganze. Da bin ich mir sicher. So, und drauf da. Fragezeichen? Hä? Ach so. Richtig, richtiger Anton. So, da ist der Schlüssel. Lass den Pluviator fliegen, okay. Was soll mir das bringen? Ach so, der trifft hinten denn das... Okay, verstehe. Der Regenschirm trifft hinten denn das Ding. So geht das runter, man kann da drauf springen. Alles klar. Aber mein Timing ist, glaube ich, gerade mies. Na, oder? Nein! Oh, Mann! Schade, dass man sich selbst bestimmen kann, weil man den Regenschirm sozusagen wegschießt. So, jetzt müsste das Timing besser sein. Oh, nein! Ich war oben drauf, Freunde! Ich glaub das nicht, ey.
So, das ist jetzt wieder schlechtes Timing, ne? Oh, was soll denn der Scheiß jetzt, ey? Ey, fuckt mich doch jetzt nicht ab hier, Mann. Ich warte jetzt ganz geduldig. Lass den einmal vorbeilaufen. Unnötigste Stelle im ganzen Spiel bisher. Fange ich schon wieder an zu schwitzen hier wegen so einer Kacke. So, jetzt. Komm, schieß die Scheiße ab. So, jetzt haben wir das Ding. Mein Gott, ey. Wie kann man sich da so anstellen? Hä? Okay, hier zeigt er jetzt hin. Achte darauf, wo du jetzt hintrittst. Dann nehme ich die mal hier eben mit, würde ich sagen. Okay. Wer hier wieder... Was? Orientierung ist gerade nicht da. Ich dachte, wir hätten den Schlüssel gebraucht für so etwas Komisches da, aber irgendwie... Okay, ich hab immer noch den Schlüssel. Oh! Unsichtbar hier. Dann muss ich die Blöcke jetzt einfärben, damit ich weiß, wo ich lang kann. Okay, also das ist jetzt echt so der erste Level, wo ich sage, den finde ich komisch. Verwirrend auf jeden Fall auch. Was soll denn das hier? Hallo? Geh ich mal da hinten lang. Ist das denn hier für ein Müll? Ja, das fehlt mir jetzt noch, dass der mich tötet hier. Der Regenschirm macht sich selbstständig. Okay, so hoch, würde ich sagen, oder was? Ja, okay. Und dann darüber. Alter, WTF! Da kann man ja auch noch lang. Oder ist das nur, um den Gegner zu besiegen? Ja, okay, es war nur für den Gegner. Gut. Noch ein Schlüssel. Was soll ich damit? Oder hat das Ding mehrere Schlösser, was wir knacken müssen? Ah, okay. Dann macht das Ganze ja doch einen Sinn. Hey, der Level zerstört mein Gedächtnis gerade. Weg mit dir, Mann. So. Zwei Schlüssel haben wir. Dann brauchen wir bestimmt drei, wa? Aber da ist das Ding. Kann ich da jetzt... Erstmal vernichte ich jetzt die hier, die sich hier so aufspielen. Wir schauen mal, ob wir das öffnen können mit zwei Schlüsseln. Ne, einer langt sogar. So, da ist der nächste. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Alles klar. Gut, jetzt macht das Ganze einen Sinn. Gut, alles klar. Okay, jetzt habe ich es auch so ein bisschen verstanden. Trotzdem ist das Level komisch und die Waffe ist jetzt auch, ja, ich sag mal so. Ich hoffe, dass ich diese Waffe nur noch hier benutzen muss. Und nicht mal irgendein Bossgegner, Freunde. Boah, das wäre krank. Na, treffe ich ihn jetzt mal irgendwann, ja. Was soll ich denn damit? Ich dachte, wäre was vielleicht etwas, was man einfärben kann, aber... Ach so, was ist das? Ach so. So, und dann hier hoch und dann... Was? Och man, das Teil hat so schön geleuchtet und dann wollte ich das einsammeln. Dafür hätte ich aber die Plattform nicht ganz ranfahren lassen dürfen. Puh.
Vielleicht eher nur so. Schauen wir mal. Ne. Hä, das macht ja noch weniger Sinn, sehe ich gerade. Die Gegner nerven aber auch tierisch. Weg mit euch. Hier, Nervsäcke. Oh, das war knapp. Ich versuch's nochmal. Vielleicht von hier. Ist das schlauer, da bin ich schneller nämlich da. Ja. Ich hab's auf jeden Fall eingesammelt. Gut. Aber jetzt konzentriere ich mich mal wieder aufs Wesentliche. Denn, wo geht's lang? Ja, das ist hier auffällig. Boah, der Level, ey. Der ist richtig komisch, Freunde. Wie findet ihr den Level? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich werde damit irgendwie, ich werde damit nicht warm gerade. Ich check den auch nicht so richtig. Ah, okay. Ja, dann kann man hier lang. Wie elegant, ja. Muss man ja auch hier sehr elegant sein für den Level. Leider noch nicht letzter Checkpoint. Kann wohl nicht angehen, ey. Oh mein Gott, was soll ich denn hier machen? Verstehe ich nicht, Freunde. Aber jetzt bin ich doch ganz oben. Was ist das? Das ist Verarsche. Alter, ich habe gar keinen Schimmer, was ich machen soll. Wow, nein. Alter, dass man sich einfach in der Tinte verstecken kann, ist überragend. WTF! Alter, habe ich mich erschrocken. Mann, was ist das für ein scheiß Level, Mann? Beschissenstes Level überhaupt bisher. Muss ich echt mal sagen. Was soll ich hier machen? Und dieser Regenschirm fuckt mich auch ab. Ja, so viel hält er aus. Och man. Ab damit. Wieder einfach in sich zusammenfällt. Muss ich da rüber, dahin vielleicht? Alter. Das habe ich noch nicht erlebt, Leute. Oh, das Timing war überragend. Oh, was? WTF, ey. Ja! Ja. Okay, ich bin drüben. Ich bin drüben. Ey, wie aggressiv die snipen, ne? Ja, den habe ich hochgenommen. Alter, da brauche ich einen Schlüssel. Ich habe keinen. Oh, nein. Zurück. Hätte er mich noch einmal erwischt, wäre ich, glaube ich, down gewesen. Gut. Ein Schlüssel! Ja! Da taucht er auf. Ich habe schon Angst gehabt. Ah,
Das hätte mir noch gefehlt, hätte ich jetzt hier irgendwo einen Schlüssel vergessen. Gut, dann kommen wir hier also doch weiter. Ja, gut. Muss ich jetzt hier beides gleichzeitig drücken oder was? Wie soll das denn jetzt gehen? Was will dieses Spiel von mir hier heute? Ja! Nein! Aber so geht's. Gut. So wird's aber auf jeden Fall gehen. Die Frage ist nur wann. Ey, ich war doch schon in der Tinte drin. Boah. Hier wirst du bekloppt heute. Boah, jetzt aber easy. Mein Gott, das war mein richtiger Akt. 15 Minuten und 17 Sekunden. Na toll, so schnell die Elektrowelse. Die einzelnen eingesammelt, die 8. Und dann hier so lange, ja, was von gemacht. Auf und ab im Propeller. Land. Jo, Arti, mach, was du willst. Viel Erfolg wünschst du mir, danke dir. Heldenbluviator, ja, den werde ich auf jeden Fall nicht nehmen. Gut, eine Elektrowelt fehlt uns noch, Freunde. Wir machen uns mal eben auf die Suche nach dem neuen Level. Bisher haben wir die Level immer fix gefunden. Schauen wir mal. Auch den letzten Level schnell finden. So, wo waren wir denn noch nicht? Waren wir hier schon mal? Ich glaube, hier war ich schon mal, oder? Nein. Ah doch, da ist der Boss, WTF. Okay, also bin ich schon zu weit, oder? Hier müssen wir zum Boss später. Ach, da ist der Level. Da hinten, da wo ich jetzt hinschieße. Gut. Gut, 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 gut. Ah, okay, kommen wir von hier aus hin. Ich dachte schon gerade, er schafft den Sprung nicht. Ja, moin, hier sind wir auch schon. Zack. Das Experimentorium, Leute. Das erwartet uns im nächsten Part von Splatoon 2. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Wenn euch der Part gefallen hat, dann natürlich Daumen nach oben geben. Und mal in die Kommentare schreiben, wie ihr vorhin den letzten Level fandet. Denn ich fand den doch echt ziemlich schlecht. Das ist echt der erste Level hier bei Splatoon 2, der mir absolut gar nicht gefallen hat. Aber okay, auch sowas soll es geben. Andere feiern so ein Level dann wieder. Ich aber nicht, Freunde. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Haut rein, bleibt gesund. Ciao.